Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Origins mit dem Fluttervieh. Ja, bevor es richtig losgeht, möchte ich euch erstmal was gestehen. Und zwar seid ihr Opfer meiner Verpeiltheit geworden. Ich habe gestern schon versucht, eine Folge aufzunehmen. Heute ist Montag, gestern war Sonntag. Wohlbemerkt, für diejenigen, die es ein bisschen später gucken. Aber es hat vorne und hinten nicht funktioniert, weil ich gestern irgendwie überhaupt nicht für dieses Spiel zugänglich war. Warum auch immer, keine Ahnung. Ist ja auch egal, aber dafür bin ich heute extra für euch um 6 Uhr aufgestanden, um aufzunehmen und es noch heute hochzuladen. Jedenfalls ist mir bei dieser ganz kurzen Aufnahme aufgefallen. Erstens habe ich schon 3 Rubbellose aufgemacht. Die werde ich euch aber gleich zeigen, was es für Kuscheltiere waren. Davon mal ab. Und zweitens... kommt einfach mal mit. Kommt mit. Ich zeige euch was. Seht ihr das? Genau das. Und seht ihr das? Was fällt euch auf? Genau, wir haben ein Level übersprungen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber wir werden jetzt ganz klein heimlich, während mein kleiner Raymond zur Musik wippt. Ganz klein heimlich das Level nachholen. Es hat keiner gesehen. Es bleibt unter uns. Versprochen. Aber ich wollte es euch erstmal gestehen und dann legen wir direkt mal los. Ach Gott, so ein Fluglevel. Ach guck mal, wie süß der ist. Der mit seinem Rock. Mal hoffen, dass er eine warme Boxershorts drunter hat. Nicht, dass es ein bisschen zügig da drunter wird, wa? Bah, ich kicken mal runter. Warte mal, Moment mal. Moment mal. Hey! Warte mal, hier ist was. Ja! Aber warte, wir holen uns erstmal die Punkte da oben. Ich habe Angst, dass die gleich verschwinden. Da unten, da oben. Okay, jetzt gehen wir. Hab ich's doch gewusst, dass da was ist. Ja, guck mal, direkt am Anfang. Da wollten die uns austricksen. Wurde aber nichts da. Oh, wow! Oh. Wo kommt ihr denn her? Warte mal. Kann man da oben, da kann man doch hoch, oder nicht? Warte, bis der Frosch mal hier hinkommt. Ich glaube, da oben kann man noch hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Uah! Nee, ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Aber ist ja egal. Dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht kommen wir ja gleich... Ich höre es schreien. Oh! Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Uiuiuiuiui. Und tschüss. Ja. Wie ich schon sagte, es ist sehr früh in der Früh und oha! Und ich habe mich wieder vor den Viechern erschrocken. So. Ah, hier. Guck mal hier. Ja, ich Doofkopf. Hätte mir klar sein sollen, dass ich das so machen muss. Aber naja. Was ist denn hier? Uah! Mit einem dicken Body Slam hat er mich kaputt gemacht. Super. Okay, jetzt konzentrieren wir uns aber. Das war gerade meine eigene Dummheit. Ach, na herrlich, ey. Macht das nicht immer wieder Spaß, mir beim Versagen zuzugucken? Ach, herrlich. Jawohl. So. Ja, da bist du, Kleiner. Ich bin bei dich. Hallo. So, ich zieh mir mal ganz kurz ein Jäckchen drüber. Hier ist es gerade ein kleines bisschen frisch im Wohnzimmer. Mal live und in Farbe für euch das Jäckchen drüber ziehen. So, ganz kein Moment, ich bin sofort wieder da. So, oh, das Jäckchen ist drüber. So, das Küsschen haben wir gekriegt. Jawohl, wie immer. Das ist ja wunderbar. Das ist schön. Ja, hallo. Ach so, und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz, den Amspec-Gamer grüßen. Der meines Wissens nach erste Zuschauer, der sich meine Rayman-Reihe bis jetzt komplett angeguckt hat. Bin ich toll. Bin ich nett. Dankeschön dafür und ja. Hiermit hast du einen persönlichen Gruß. Schaut mal bei ihm vorbei. Ich werde ihn mal einfach unter dem Video hier verlinken. Ja. Gemeinsamer Support ist ja sowieso alles. Das ist ja sowieso mein Konzept. Derjenige, der mich schon ein bisschen verfolgt und weiß ich nicht, meine Livestream auch ein bisschen verfolgt hat,
der weiß, dass ich da sehr viel Wert drauf lege, dass man sich gemeinsam unterstützt und gemeinsam wächst und ja. Der Topse. Der Topse 91 und ich, wir haben uns und der DK Igel natürlich, DK Igel 19, nicht zu vergessen. Wir haben uns jetzt bereits schon eine kleine Community aufgebaut von super tollen kleinen. Ich bin tot. Let's Player. Die, ja, die sind aber auch alle vorne auf meinem Kanal verlinkt. Also wer sich mal ein bisschen umgucken möchte, ein bisschen Zeit zum Stöbern hat, der ja, ist auf jeden Fall herzlich willkommen, mal bei den Jungens vorbeizuschauen. Ist eine lustige Truppe. Versprochen. Der ein oder andere, wenn sich mal jemand schon mal meine Livestreams angeguckt hat, der wird schon gesehen haben. Oh, mein Wecker geht. So. Ey, heute ist ja aber echt hier alles. Ja. Wollte ich euch nur kurz ans Herz legen. Ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich habe Angst, da unten hinzugehen. Ob da irgendwas ist. Wir versuchen es mal. Sorry für den wahrscheinlichen Tod jetzt. Ja, ich bin tot. Okay. Es sah so aus, als wäre da etwas. Ich wollte nichts verpassen, Mensch. So. Aber nun gehen wir weiter zur Materie, also zu unserem kleinen Raven hier. Ja. Oh, oh, warte mal. Uah! Nein, nicht schon wieder sterben. Jetzt wollen wir mal ein bisschen weiterkommen hier. Uiuiuiui. Hallo. Ja. Okay. Und ich wollte mich auch jetzt eigentlich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass ich die Viecher mal schreien höre. Dass die Hilfe brauchen. Letztes Mal hat das ja nicht so wunderbar funktioniert. Warte mal, was? Das war ja doof verteilt jetzt. Ah, nein! Ich wollte mich wirklich auf die Ranke stellen. Der hat gesehen. Oh, wie doof, ey. Ah, geht's da oben hin? Ja, ich höre irgendwas schreien, aber ich weiß noch nicht wo. Ah, da oben. Ah, hallo. Du Armer. Ich trau mich nicht. Ja doch, es geht. Ah, guck mal, da ist unser kleiner Boxer. Aber den kriegen wir platt. Moment. Zack. Zack. Hoppala. Okay, da setzen wir uns nicht drauf. Ich habe gerade zugehört, ob man irgendwas schreien hört. Ah, da unten. Ich habe mich für dich geopfert, Kleiner. Ich habe mich für dich geopfert. Hat er jetzt gezählt? Der hat gezählt, oder? Der muss gezählt haben, weil jetzt ist vorbei. Hallo! Wo ist mein... Ey! Was? Ja! Wo ist mein... Oh! Ey, sowas ist ja überhaupt nichts für mich. Das war wieder Flatterfies vorprogrammierter Tod. Ich kann mir noch nicht mal meine Zunge ordnen hier. Ist das cool gemacht. Zum Thema vorprogrammierter Tod. Und ich höre es wieder schreien. Moment. Ist da oben was? Ja. Nee, da oben komme ich glaube ich nicht hin. Komm ich hier oben ins Fenster rein? Ja, wo bist du denn? Ich höre dich schreien, aber ich weiß nicht, wo du bist. Vielleicht ein Stückchen weiter? Nee. Aua, aua. Ich glaube, wir müssen dahin, oder? Also, ich höre nicht mehr schreien. Hier eventuell? Doch. Ah, hier. Ah, sieht er. Haben wir ihn doch noch gefunden. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Die kenne ich ja noch gar nicht. Die sind aber neu. Gerade war der Käfig noch da. Wo ist er jetzt hin? Hallo? Ich habe Angst, sieht jetzt gruselig aus. Ah. Ja, da haben wir ihn. Da ist der König. Ja. Küsschen. Ja. Süß. Okay. Aber ich höre es wieder schreien, oder? Ja. Die sind heute irgendwie sehr nah beieinander. Kann das sein? Oder kommst du nur mir so vor? Ja, du bist frei. So. Aua. Hey. Schäm dich was. Kriegst du halt eine Schelle. Und der steht da unten so.
Was mache ich hier eigentlich? So. Gehen wir mal weiter. Hallo! Ja, komm rüber! Komm! Ich trau mich nicht. Guck mal her, ich verzauber dich! Zack! Das ist so cool, wenn das macht der coolste Move überhaupt. Schön ist auch, wenn er anfängt zu wippen, dann wäre ich fast gestorben. Und das zur Musik passt. Das ist einfach zu cool. Ja, ich freue mich an den kleinen Dingen. Schön. Ich bin tot. Ich freue mich wirklich an den kleinen Dingen. Bam. War da gerade wieder Help Me? Nee, okay. Ui. 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 Ui, 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 ui. Nein, 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 nein. Nein, komm her. Ich krieg dich. Ah, verdammt. Nein. Oh nein. Wir kriegen den Kleinen. Wo ist er? Da. Nein, nein, nein. Der wurde von den Ranken gegessen. Nein. Oh nein. Das tut mir so leid. Oh. Oh nein, wir haben zwei übersehen. Wirklich? Zwei Stück? Hä? Jetzt mal ehrlich, wo war denn der zweite? So, beschleunigen wir mal ein bisschen. Oh, ich habe aber wenig eingesammelt. So, jetzt haben wir die Gelegenheit, wieder ein Rubbellos aufzumachen. Das mache ich jetzt mal direkt. Mal die Kleinen unten da wieder zur Musik. Ja, alles klar. Ich habe ein Genialitätslevel erreicht. Schön. Wir gucken uns gleich auch direkt mal an, welche Charaktere es wieder gibt. Aber erstmal rubbeln wir. Erstmal rubbeln wir. So. Oh, ein Kuscheltier. Ja, da kann ich euch direkt zeigen, was wir neue Kuscheltiere wieder zugekriegt haben, weil ich es auch, glaube ich, selber nicht mehr so weiß. Aber ist egal. Ja, neues Kuscheltier. Fluplu. Okay. Oh. Okay. Also wir haben auf jeden Fall hier was dazu gekriegt. Ich glaube, die zwei sogar. Die zwei kriegen auch erstmal direkt eine. Erstmal hier, ne? Erziehungsstelle. So. Und den hier natürlich. Die hatten wir schon vorher. Und hier, ah ja, genau. Einen von den beiden. Entweder die oder den anderen. Da weiß ich gerade nicht. Egal. Kriegen trotzdem beide eine. So. Das tut mir auf jeden Fall voll leid, dass ich die nicht zeigen konnte, dass ich hier aufgemacht habe. Beziehungsweise freigerubbelt habe. Aber... es hat gestern wirklich nicht gefluckt. Die Aufnahme hätte ich nicht nehmen können. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin aber auch überhaupt nicht weitergekommen vom Level her. Also von daher habt ihr auch nichts verpasst. Ich hätte das Level sowieso wiederholt. Aber dem ist ja nicht so. Also brauche ich mich eigentlich theoretisch auch nicht zu rechtfertigen. Aber ist ja egal. So. Wir haben dieses Level endlich mal nachgeholt. Dieses hier. Was wir verpasst haben. Jetzt können wir endlich zum Flug der Kröte gehen. Ich habe letztens schon gesagt, in der letzten Folge, dass es aussieht, als würde es ganz, ganz viel auf die Nase geben für die Viecher. Versuchen wir das mal. Und danach gucken wir uns noch mal an, welche Helden wir haben. Ich wollte gerade sagen, falls ich es vergesse, erinnert mich dran, aber... das ist jetzt super, wenn ich die Folge schon aufgenommen habe. Hör auf! Kackstelzenfrosch. Ja, ich habe gesehen, dass da ein Käfig davon geflogen ist. Okay. Da ist er. Hallo! Moment, die gehen wir von hinten ran. So. Hallo! So. Was willst du denn, hä? Ah, ich kann seine Flamme löschen mit meinem Boxer. Okay, also. Okay. What? Help me? Habe ich Help Me gehört oder war das jetzt von den Viechern selber nur irgendwas? So. Ah, da. Ja, siehst du, ich habe doch gesagt, ich habe Help Me gehört. Ruhe! Kotzt wen anders an. Wie cool war das denn jetzt? Ich wusste gar nicht, dass ich hier runterklatschen kann. Sieht der erstmal voll die Sternchen ein. So. Hier unten war auch wieder irgendwas. Ist hier was? Nee. Ich habe auch niemanden schreien.
Oh, die Musik ist für mich selber auch so laut, aber wenn ich jetzt die noch leiser mache, dann höre ich vom Spielsound kaum noch etwas. Das ist ein bisschen doof. Man kann das auch nicht separat einstellen. Deswegen waren die ersten drei Folgen auch so laut. Ja, Kleiner, ich komme. Das ist ein bisschen doof gemacht. Aber trotzdem ein sehr tolles Spiel. Und ich feiere es trotzdem. Und sehr süß gemacht und ja. Ach, ich liebe Römer dafür sowieso. Warte, zieh ich da überhaupt. Ah, ja, genau. Als hätte ich es gewusst. Ja, natürlich. Hab ich gewusst. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Nein! Was ist das denn für eine gemeine... Oha! Okay, bleiben wir mal hier. Ich habe das Gefühl, dass wir hier relativ sicher sein könnten. Das war jetzt einfach... Yeah! Komm, wieder Tanz. Sehr schön. Ey, selbst der Handschuh hat Augen. Wie cool. Ja. Ein Küsschen fürs zum Mitnehmen, bitte. So, und weiter geht's. Oh, ich muss die Kameraden ja auch noch... Was hast du denn da? Ja, jetzt rüsten die aber auf, ne? Die Kinder hier. Oh, da ist noch einer. Wie gesagt, die sind jetzt gerade sehr nah beieinander. Entweder wird das ein kurzes Level oder es gibt gleich noch mal ein bisschen Geschwindigkeit für uns. Hui! Ich tippe auf zweiteres. Warte mal, dich krieg ich. Von hinten. Ja, das war klar. Es tut mir leid. Nein. Du kriegst mich nicht. Boah, das war jetzt aber knapp, ey. Beinahe hätte der mich gekriegt. Warte mal. So, dich erledigen wir erstmal so. Schreibt wieder jemand um Hilfe? Nee, oder? Ich höre jedenfalls nichts. Doch, jetzt höre ich was. Hier. Wie kriegen wir das hier geregelt hier? Ah, okay. Hallo. Ah, Hilfe. Aua. Oh, wir waren da gestorben. Huiuiui. Oh. Da gibt's doch nicht so viele. Die Ranke hat mich jetzt so erschrocken, ne? Ich sitze hier gerade auf der Couch. Ich bin so zusammengezuckt. Da sind Punkte, die holen wir uns erstmal. So, euch habe ich gesehen, ihr Lümmels. Ja, warte mal. Ey. Das ist schwierig, so zu lenken. Ist hier unten... Ne, da unten ist anscheinend nichts. Oh. Ah. Moment mal. Ja, wir gucken erstmal da unten. Jawohl. Seht ihr, da habe ich ein Gefühl gehabt. Das habe ich im Gefühl gehabt. Uiui. Aua. Nein. Das ist ein blödes Level. Ich mag es nicht. Aber wir müssen da durch. Für euch schaffe ich das. Ehrlich. Versprochen. So. Soll ich mich ein bisschen konzentrieren, damit es genau nicht so endet? Kleiner, ich hab dich. Alles wird gut. Was hat er eigentlich für eine Spirale auf der Nase? Soll das ein Schnauzer sein, oder? Keine Ahnung. Es ist, wie es ist. Er hat eine Spirale auf der Nase. Da oben auch irgendwie. Moment. Nee, das geht nicht gut. Aber hier. Ah, da oben. Da oben ist was. Ich hab's gewusst. Ich hab's genau gewusst. Hallo. Muss ich hier eigentlich lang oder was ist hier los? Ich glaube, hier muss ich wirklich lang. Oder? Ja. Okay. Oh Moment, wir gehen ja mal kurz wieder runter. Ach nee, hier war nichts mehr. Okay, alles klar. Ich dachte, ich hätte da hier nochmal. Oh, was verpasst. So. Wortfindungsschwierigkeiten. Ah! Hallo! Den hätte ich jetzt übersehen.
wenn ich nicht zugehört hätte. So. Der ist aber manchmal auch wirklich schwer zu hören. Uiui. Ah, aua. Ey, was geht jetzt hier? Hör auf damit. Beruhigt euch. Uah. Aua. Der hat eine Puppe verbrannt. Ruhe hier im Karton. Ruhe hier. Wie geht denn ihr ab, ey? Nee, nee, komm. Hör auf damit. So, euch kriege ich auch noch. Ruhe. Ich habe die jetzt mit Absicht da liegen lassen. Das wäre, glaube ich, nichts geworden, wenn ich jetzt angefangen hätte, gegen die zu kämpfen. Oh. Kurz vorm Ziel nochmal verrecken. Natürlich. Oder nicht kurz vorm Ziel, im Ziel verrecken. Also, Dinge, die erlebt man nur beim Plattervieh, ehrlich. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. So. Jetzt will ich aber überlegen. Ja. Jetzt wissen wir aber genau. Ja, ein noch, ja. Dann haben wir jetzt nämlich das Links freigeschaltet. Das war ich nämlich gerade am überlegen. Nee, die Gemälde gucken wir uns jetzt nicht an. Oder doch, es ging nicht anders. Was ist das? Was ist das? So schießt man einen Drachen. Haben gesucht. Okay. Ah, okay. Also müssen wir hier zurück zum... Oh, okay. Also das machen wir jetzt nicht in diesem Level. Das machen wir... in diesem Level, sage ich. In dieser Aufnahme natürlich. Ach, hier. Nee, nee, nee. Was ist denn los? Ist, glaube ich, zu früh fürs Flattervieh. machen wir jetzt nicht in dieser Aufnahme. Das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme machen. Da wir jetzt hier das hier freigeschaltet haben, werde ich jetzt die beiden Level nicht machen. Die spare ich mir dann fürs die nächste Aufnahme an. Auf. An. Auf. Zu. und ja. Dann werden wir die in der nächsten Aufnahme machen. Und gehen wir erstmal hier hin. Hier die neue, wen auch immer befreien. Keine Ahnung, wer das ist diesmal. Rette Twila. Twila. Okay, 6000 Meter unter Lande. Tage. Boah. Ich hab meinen Kaffee noch nicht. Ist das Entschuldigung genug? Aber. Oh. Ui, 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 ui. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Harry Potter. So ganz dezent. Ganz dezent. Ich hab jetzt ganz kurz. Ja, doch. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Jetzt ist das. Oh! Suizidfrösche. Ach ja! Oh! Das war natürlich voll bewusst und voll gekonnt. Ich wusste genau, wo es lang geht. Ja. Ach, da ist er, der Kleine. Guck mal hier. Ich glaube, ach genau, da gab es jetzt nur drei. Den ersten haben wir. Wow, ich nehme ich auch mit. Aber jetzt gibt es nichts, was uns stresst, glaube ich, hier, ne? Sieht so aus. Was? Er war ja sehr gemeine Falle. Ich dachte, ich kann mich jetzt einfach fallen lassen, da passiert nichts. Oh. Die Ranken sind ein bisschen fies. Guck mal, ich war gerade so schnell, die Ranken konnten noch nicht mal wachsen. Ah, hier. Hast du was für mich? Hallo? Achso, nee. Okay. Ich dachte, der hat ein kleines Viech für mich. Ein kleines Minion. Ah! B! Oh, ich glaube, die punktemäßig sind wir hier ziemlich schlecht dabei. Kann ich dich wegschieben? Nee. Schade. Hätte ja sein können. Ach, guck mal, da ist der nächste. Ja, ich komme. Befreie dich. So, ja. Okay, hier müssen wir so. War das jetzt der zweite oder schon der dritte? Habe ich schon übersehen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Um ehrlich zu sein. Ach ja, natürlich, klar. Damit ich mir den Popos wieder verbrennen kann hier. Oh, ey, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig.
Habe ich wieder Help Me gehört? Ich habe doch einen übersehen. Bitte nicht. Wow, was geht denn hier ab? Oh, hallo. Ach, da unten ist einer. Oh, Gott sei Dank. Ich kriege dich. Zack. Auf die Rübe. Ja. Alle drei. Voll am Updance, die Viecher. Sehr schön. Oh nein, punktemäßig bin ich richtig schlecht dabei hier. Aber wir haben ein Rubbel los. Ja. Mist. Umso mehr für Special. Herrlich. Ja, Namaste, mal wieder. Und wir haben die nächste Dame, die ihre Hüfte rausreckt, befreit. Nee, du gefällst mir trotzdem nicht. Ja, gehen wir mal raus hier. So. Aber ich habe euch versprochen, dass wir uns jetzt mal die Helden angucken. Erstmal rubbeln wir hier ein bisschen was frei. Ja, ich rubbel dich, Baby. Ganz doll. So. Lumlums! Lumlums habe ich gekriegt. Wir gekriegt. Entschuldigung. Entschuldigen Sie. So. Nochmal. Aber wir haben jetzt gerade rubbellos und neuer Held freigeschaltet. Das wissen wir. Das haben wir gerade getan. Okay. Was ist denn hier noch neu dazu? Achso. Ich wollte gerade sagen, da ist niemand. Aber hier sind die Weibchens. Okay. Ah, guck mal hier. Assassin Raymond. Aha, okay. Aber so viele haben wir jetzt auch nicht. Oh, okay, ich nehm's zurück. Alles klar, ich nehm's zurück. Tschö. Gut, also wir haben jetzt den hier nur freigeschaltet. Den kleinen Herren hier. Ja. Kann man mal machen, aber möchte ich nicht. Ich finde den hier eigentlich ganz süß. Den nehmen wir jetzt, bis wir was Besseres kriegen. Ja, hallo. Süßer Kleiner. Was ich euch noch zeigen wollte, war Back to Origins. Wer Origins noch nicht gespielt hat, dem zeige ich jetzt mal ganz kurz etwas. Da werden wir auch ein kleines Special zu machen. Hier findest du 5 neue Welten mit vielen neuen Gemälden und auch haufenweise Kleinlingen, die gerettet werden wollen. Rubble Glückslose, um diese Gemälde freizuschalten. Wie gesagt, es ist früh. Tut mir leid für meine Wortfindungsschwierigkeiten. dieses Abteil hier werden wir auch abarbeiten in einem ganz kleinen Special. Ja, es wird das nächste Special geben. Ich habe viel vor mit euch. Da sind Level bei, die es in einem alten Raymond im Origins gab. Die waren auch ganz, ganz toll gemacht und so richtig süß und ja. Auf jeden Fall nicht vorzuenthalten. Deswegen werden wir das mal machen. Und irgendwann, wenn endlich mal jemand zu Gast ist, wie gesagt, meldet euch gerne. Ihr dürft gerne mitspielen. Derzeit ist dieses Spiel kostenlos im PlayStation 4 Store. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Für PlayStation Plus Mitglieder. Also wer mitspielen möchte, darf sich mir gerne anschließen. Da machen wir mal eine Runde Kung Fu. Und ich bin da reingesprungen. Bin ich doof. Moment, da gehe ich direkt wieder raus. So. Ich will jetzt nicht spoilern. Also, Genialitätsstufe 4 trifft hier derzeit definitiv nicht zu. So. Wir rennen jetzt zum Ort, ohne ein Level zu übersehen. Hust. Zum Ort des Geschehens, wo wir nächstes Mal starten. Und das ist die Panzerkröte. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Und wie gesagt, schaut mal bei meinen anderen Kollegen vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und macht's gut bis dahin. Kommt gut in den Tag, schlaft schön, wie auch immer, wann ihr es guckt. Bis demnächst. Tschüssikowski. Wherever I go, wherever I see, I remember you, if you remember me.